Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu The Medium. Ja, in der letzten Folge mussten wir leider unseren Ziehvater, nicht ganz beerdigen, aber zumindest schon mal verabschieden und sind dann hier hingekommen. Oh, Roddick, wie, keine Ahnung, was da oben steht. Sie hatte gesagt, wie das hier hieß. Ich habe keine Ahnung. Wir schauen uns jetzt hier erstmal ein wenig um. Hier hinten kann man rum. Ja, also ich habe das Ganze jetzt auf... Achso, da kann man klettern. Niva, genau. Ich habe das Ganze jetzt ein bisschen runtergeschraubt auf 30 FPS, weil ich eigentlich gedacht hatte... Okay. Not a whole lot of people knew about Niva. It used to be a government-owned vacation resort. Oh. Until one day it just stopped. Ist das jetzt was Gutes oder was Schlechtes, dass wir laufen können? Legend was born. The Niva Massacre. The details were always fuzzy. Crazed workers, ancient curses. You know, the usual. Dass die mal genau in dem Moment reden müssen, wenn man gerade was erklären möchte. Und dann vergisst man wieder, was man sagen wollte. Also eigentlich bin ich hier hingekommen, weil ich gedacht hatte, ich könnte vielleicht mal gucken, ob ich hier noch was finde. Um dann durch das Haupttor reinzukommen. Aber so geht's natürlich auch. Aber das mit dem Laufen macht mir jetzt ein paar Sorgen. Ich werde mal kurz hier aber gucken, weil ich finde, der Hintergrund ist immer noch so ein bisschen, ja, extrem unscharf. Obwohl alles auf... sehr hoch eingestellt ist und trotzdem meines Erachtens nach ruckelt das ein bisschen. Ich weiß nicht, ob mehr oder weniger als vorher. Ich hatte es vorher auf 60 FPS eingestellt. Jetzt hat das System es anscheinend auf 30 FPS umgestellt. Ich weiß nicht, ob das jetzt besser ist oder ob es nicht besser ist. Mir kommt es ein bisschen extrem schwammig vor, aber ich bin es halt auch gewöhnt, immer alles in 2K zu sehen und dann ist auch eine gewisse Tiefenschärfe definitiv drin. Und naja, das bietet das Spiel jetzt leider nicht. Ich lasse es erstmal eine Weile so, wenn es mich doch viel zu sehr nervt, dann werde ich wieder umschalten auf 60 FPS. Und ja, also wundert euch nicht, sollte mal ein kleiner Cut drin sein. So, laufen können wir damit, okay. Keine Ahnung, ob das jetzt was Gutes ist oder was Schlechtes ist. Oder ob das nur bedeutet, dass wir jetzt hier einen längeren Weg hinter uns bringen können. In nicht ganz so langer Zeit. Ja, nehmen wir es an. Okay. Ja. Ah, ich denke, es hat wahrscheinlich... LB. Ah. Upsa, um den Einblick zu gewähren. Okay. Ah, okay. Fußspuren. Und laufen kann ich auch gleichzeitig. Ich breche mir zwar jetzt gerade beide Hände, beide Finger ab. Beziehungsweise drei Finger. Ich muss ja auch noch den Stick nach vorne schieben. Aber zumindest geht das ein bisschen schneller. Nimmst du das jetzt wieder an hier? Okay, darum... Nee, ist doch. Hä? Halt, stopp. Was haben wir denn da? What's this? Ja, das weiß ich nicht. Okay, hier ist ein Fingerabdruck, aber da kann ich nichts mitmachen. Gut, dann gehen wir wieder weiter. Moment, da oben war jetzt aber gerade auch noch was hier, ne? Kann man hier was machen? Nee. Hm.
Vielleicht sollte das auch nur, wenn man die Spuren nicht sieht oder so, die Fußspuren markieren. Beziehungsweise halt ein Handabdruck sein. Ich sehe jetzt hier auf beiden Seiten gerade nichts mehr. Doch da ist wieder was. Okay, da sollen wir vermutlich hin. Looks like an old fort. Might be my way in. Ja, vermutlich. Ah, das sieht gut aus. Warnung. Aufgrund der kürzlich ausgegrabenen Gebeine wurden die Renovierungsarbeiten bis zur archäologischen Untersuchung ausgesetzt. Okay. Was ich übrigens schon in der letzten Folge fragen wollte, warum zur Hölle hat sie schwarze Haare und lange und kurze weiße Haare, wenn sie in dieser Geisterwelt ist? Ich meine, soll das nur diese optische Veränderung sein oder hat das irgendwas zu besagen? The split would come and go. If a place had a story to tell, well, I guess I was there to listen. Okay, das mit der Länge der Haare nehme ich zurück, aber sie hat auf jeden Fall weiße Haare da drin. Da kann ich hoch. Kann ich da vorne noch irgendwas? Ich will jetzt nicht schon wieder einen Weg entlang laufen, wo ich eigentlich hin soll. Okay, da geht's dann nicht weiter. Okay. Ja, dann gehen wir den Weg, den wir entlang gehen sollen. Hier schauen wir nochmal, da können wir auch nichts machen. Okay. Aber ich finde, es ist doch ziemlich am Ruckeln. Ich werde mal eben gucken, dass ich die FPS wieder hochstelle. So. Ich habe mal ein bisschen umgestellt und ich hoffe, dass es jetzt etwas besser ist. Ich habe sogar die Profi-Einstellung gefunden. Links steht X, rechts steht A. Was denn nun? Konzentriere dich auf die materielle Welt. Like everything else in this place. Konzentriere dich auf die Geisterwelt. Okay. Da kann man aber nichts machen aktuell. Wenn ich das jetzt richtig sehe. Man muss ja erstmal jetzt mit dem Gameplay hier so ein bisschen zurechtkommen. Ja, not getting through here. Not with the power out. When you exist in two realities, you're affected by either. I'd learned that the hard way. Okay. Das heißt, irgendwas müssen wir mit dem Strom definitiv machen. Es sei denn, wir können jetzt hier rechts und links noch rum. Okay, zumindest kann man da was sehen. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Irgendwie mit dem rechts und dem links gucken. Was ist das denn? Old and soaked in misery. Kann man da entlang? Figures, I guess. A thousand years of history doesn't just happen. It's paid for. But even in the deepest darkness, light can linger. Lonely, fragile, waiting for someone to embrace it. As I absorbed the energy, I wondered who it was that left it behind. A dying soldier whispering the name of his beloved? Or maybe just glad to be done with this world. Kann man das ganz machen? Moment, ich versuche mal eben A gedrückt zu halten. Nee, macht er immer nur einmal. Okay. Ich weiß nämlich nicht, ob ich jetzt die ganze Energie schon bekommen habe. Keine Ahnung. Sie hat auch so einen leuchtenden Arm in der Geisterwelt. Das sieht auch irgendwie ganz cool aus. Ah, okay. Die Perspektive ist minimal anders in der Geisterwelt als in der normalen Welt.
Ich versuche es jetzt mal so ein bisschen zu vergleichen, während ich hier spiele, weil, In any case, ja, ich hatte sowas noch nie. I could use it. Energy is energy, right? Moment, kann man da noch was machen? Da ist noch was? Jemand Neues, unheimliche Zeichnung. Das bin ich doch, oder nicht? Okay. Okay. Gut, dann gehen wir mal hier hoch. Das muss ich dann mit A machen, nehme ich mal an. Drücke und halte RT, um eine Geister... RT, war das 1 oder 2? 2, okay. Kann ich auch wieder loslassen? Oh. So, that worked. Good okay. For you, Marianne. Nee, Moment. These powers of mine. Das muss ich as much of a pain in the ass as they were, they did come in handy sometimes. Okay, vielleicht muss ich auch jetzt nichts machen. Aber theoretisch müsste das doch jetzt geklappt haben. Sie hat ja gesagt, sie wollte nur Strom haben. Das heißt, sie müsste ja jetzt eigentlich durch die Tür durch können, oder? Perfekt. Okay. Aua. Das tut ganz schön im Auge weh. Beziehungsweise in den Augen. So there I was. Existing in two worlds, but never really living in either. Tja. Das Problem haben auf die eine oder andere Weise viele Leute. Okay, wir haben wieder Fußspuren, oder? Ich müsste mal gucken. So, Achtung, Brandgefahr. Gut, das hätte ich jetzt auch so lesen können. Moment, ich schaue nochmal eben nach. Ja, okay, wir haben keine Fußspuren. Dann gehen wir einfach mal so weiter. Joggen hier so ein bisschen gemütlich durch den Wald durch. Ach ja, ich liebe diese Stille. Haben wir hier vielleicht Fußspuren, dass wir gucken können, wo die... Da sind Fußspuren. Da können wir wahrscheinlich irgendwie... Ach, Moment. Oh, da ist was. Oh. What happened to you? Das sieht aus, als ob der einen Blitzschlag abbekommen hat oder sowas. Okay. Kann man dich, Ne, dich kann man anscheinend nicht in der Geisterwelt ansehen. Gut, dann laufen wir den Spuren mal hinterher. Doch passiert ja zum Glück nicht so viel. Wobei ich die Geschichte schon ganz interessant finde. Die scheint sich hier hingesetzt zu haben oder so. Hier sind keine Fußspuren. Kommen wir dann trotzdem irgendwo hin? Ich möchte jetzt nicht sterben. Wollte ich nur schon mal vorausschicken. Was haben wir hier? What the hell? Ich hasse diese Viecher. Echt, ich hasse diese Viecher. Es scheint jemand gestorben zu sein oder so. Kann man... Ah, kann man so auch, okay. Kann ich aber nichts mitmachen. Okay. Und hier geht es dann auch nicht weiter, ne? Okay, gut. Dann hat uns das jetzt nicht allzu viel gebracht, außer diesen Gruseleffekt mit diesen ekligen Affen. Also ich finde die schrecklich. Ich finde die fast genauso schlimm wie Clowns. Deswegen, ja. Aber ich glaube, ich habe einfach zu viele Horrorfilme geguckt. Kann man hier irgendwas sehen? So nicht. Ich habe was gehört, oder? Yeah.
What the hell are you, Neva? The aura in that place. I've seen others like it, but never this intense. It was like a landfill of memories, emotions, and none of them good. Und ich hatte gerade gehofft, dass wir uns mal vielleicht kurzfristig nur in der Geisterwelt aufhalten können. Aber ich denke mal, das kommt später sicher auch noch. Was ist das denn hier? Aua. Lange in das Hotel. Ja, warum nicht? Bei Resident Evil haben sie ja auch angerufen, ne? Hallo? Geister? I'm here. No, it's definitely something. Trust me, you made the right call sending me. Yes. It's only a matter of time. Aha. Das heißt jetzt was? Even the objects here had auras. When I touched them, I could sense their stories. Words, images, feelings left behind. Mhm. Okay. Ich nehme das jetzt mal einfach so hin. Aber die Kleine oder was das ist? Also es hörte sich ja so nach einem Kind an. Scheint da jetzt nicht reingelaufen zu sein, ne? Ich sehe jetzt hier keine Fußabdrücke. Doch, Moment, jetzt hier sind wieder welche. Scheint doch reingelaufen zu sein. Hello? Anybody in there? Nur ein paar Geister und Dämonen. Vielleicht auch ein paar Zombies. Obviously. There's gotta be another way. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht, weil eben ja schon drin stand, dass wir da reingelangen sollen. Immer ein guter Hinweis, denke ich mal, wenn irgendwo was gekritzelt ist auf dem Boden. Shit, the handle's missing. Maybe I could replace it with something. Habe ich denn nichts? Jetzt kann ich hier. Hallo? Ich habe nichts. Huh? Okay. Also es hört sich eindeutig nach einem kleinen Mädchen an. Was natürlich nichts heißt, weil wer viele Horrorfilme gesehen hat, weiß, auch die kleinen Kinder, egal ob Mädchen oder Jungs, können einen sehr viel Böses antun. Hier ist ein Pfeil. Ja, verfolgen wir doch einfach mal die Pfeile, die hier sind. Die sind doch bestimmt alle nett gemeint. Niva Resort, Einweihung Sommer 1969. Der erste Sekretär der polnischen Vereinigten Arbeiterpartei, Genosse Wladyslaw Gumulka, ehrte Krakau und nahm an einer offiziellen Einweihung der Niva Resort, dem neuen sozialistischen Freizeit- und Erholungszentrum, teil. Die Arbeiterklasse Kleinpolens hat endlich einen Ort, an dem sie die Zeit mit ihren Familien in Schoß der Natur verbringen kann. Das Hauptgebäude und der Unterkunftsbereich sind komfortabel und doch so einfach wie die sozialistische Idee und Philosophie. Besonderer Dank gilt dem Architekten, dem zukünftigen Manager und engagierten Parteimitglied Mr. Rikowitz, ohne den der Entwurf und Bau des Niva Resort nicht denkbar wäre. 25. Jahrestag der Gründung der polnischen Volksrepublik. Okay. Fußspuren sich keine, aber da ist ein absolut vertrauenswürdiger Pfeil, der hier rein zeigt. Und ich denke, der ist vollkommen ohne Hintergedanken gemacht worden und nur um mir zu helfen. Hey, hier ist noch mal so ein. Now, what's a fine machine like you doing in a place like this? Also, ich hatte recht. Doubling as a spare bedroom, apparently. Man bekommt anscheinend kleine Hinweise.
So, Liebesgrüße aus Neva. Okay, kann ich das umdrehen? Ja. Meine Liebe, der Sommer ist in vollem Gange. Das Ressort ist zum Bersten gefüllt. Und du weißt, was das bedeutet. Mehr Arbeit für meine Wenigkeit. Aber es ist gute Arbeit. Ehrliche Arbeit. Mr. Rekovic sagte, er würde mich gerne behalten. Kannst du das glauben? Ich werde es nicht vermasseln. Nicht dieses Mal. Versprochen. F. Punkt. An eine Josephine Witzniak oder so. Irgendwo in Polen auf jeden Fall. Da ist noch was. Hope you don't mind if I pop your trunk. Ach, der hat den Kofferraum vorne. Okay. Was ist denn das? So ein kleiner Trabi oder sowas? Not much here. Ah, doch, da ist was. Nimm das mal mit. This could come in handy. Ja, ne? Finde ich auch. Ach so, hier oben kann ich noch hin und her schalten. Au! Shit! What the hell? Hat die sich jetzt geschnitten, oder was? Okay, ich denke mal, hier wird versperrt sein. Ich sehe da nämlich schon einen Baum liegen, aber scheint noch was zu sein. Hier ist doch ein Schmetterling. Kommen wir da vielleicht später durch? Hm. Ich vermute mal, dass wir da später durch müssen. Aber es ist auch etwas irritierend, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Springen können wir auch nicht. Dass da jetzt ein Schmetterling ist, weil bisher haben wir ja die Schmetterlinge nur bekommen, um darauf aufmerksam zu machen, dass hier etwas ist. Hier sind Pfeile. Nach oben und nach unten. Okay, hier ist nochmal ein Pfeil. Was haben wir hier? Weite Horizonte, das Buran-Programm. Das neue sowjetische Raumschiff steht kurz vor dem Start. Mobile Satellitentelefone, die Zukunft der Kommunikation. Weltweite Ausrottung der Pocken, die größte medizinische Errungenschaft unserer Zeit. Ja, ist immer alles relativ. Da scheint nichts mehr zu sein. Kann ich mich hier konzentrieren? Ja. Okay. Tja, bis auf den einen Schmetterling, den ich jetzt offenbar nicht wirklich gebrauchen konnte, beziehungsweise dem ich jetzt nicht folgen konnte. Hier unten gehe ich nochmal. Aber die ist echt langsam im Laufen hier. Das ist ja schrecklich. Kann man die nicht nochmal beschleunigen? Damit die da so durchsprintet oder so. So, links sind wir eben hochgelaufen. Dann würde ich sagen, laufen wir mal die rechte Seite hoch. Ich glaube zwar nicht, dass wir da noch irgendwas sehen, aber man weiß es. Obwohl, da unten sind auch nochmal Pfeile. Da ist wieder ein Pfeil. Okay, schauen wir doch nochmal eben nach. Aha. Ja, da scheint jemand I sense something. Gesprungen zu sein. Sie spürt was. Das ist schön, aber ich kann hier nichts machen, ne? Tja. Keine Fußspuren oder so. Hm. Hier noch irgendein Hinweis, irgendeine Karte. Keine Ahnung. So wie es aussieht, eher nicht. Ach, da hinten sind wir, glaube ich, hergekommen, ne? Wo da so umgekippt ist, der Baumstamm. Ja, dann würde ich mal sagen, dann machen wir uns auf jeden Fall auf ins Innere. Wie immer schaue ich natürlich überall, oder wir gehen nicht. Oder wir gehen nicht ins Innere, weil ich hier wieder komplett falsch am Laufen bin. Das war ja so klar. Was ich eigentlich sagen wollte, wie immer schaue ich natürlich, ob ich hier noch andere Sachen entdecken kann, weil es macht mir auch immer Spaß, wenn ich vielleicht irgendwo was finde, was doch eher ein bisschen versteckter ist. So, da können wir jetzt hoffentlich rein. Ich gehe mal davon aus. Zack und zack. Und die Türen öffnen sich wie von Geisterhand. Das ist doch schön. So began the great dumpster heist of 1999. Okay. Ich denke die ganze Zeit, das sind irgendwelche Menschen, die hier liegen.
Das sind aber natürlich nur... Kommen wir jetzt hier nicht weiter? Nur Baumstämme, das wollte ich sagen. Och nö, oder? Was bringt mir das denn jetzt, dass ich hier rein kann? Oh Leute, euer Ernst jetzt? Was ist denn damit? Ja, und wohin? Muss ich das nach draußen schieben? Also ich kann es nicht nach rechts oder links schieben. Also denke ich mal, werde ich es nach draußen schieben müssen. I'm starting to get tired of your shit, Neva. You better be worth it. Aber da ist doch nirgendwo... Doch, da oben ist ein Vorsprung. Okay, jetzt kann ich da hoch. Okay. Ach, da ist was kaputt, ja. Ja, also ich hätte das Glas ja eher weggetreten, muss ich sagen, bevor ich da jetzt irgendetwas, also irgendwie durchgeklettert wäre. Ich würde jetzt schon fast sagen, dass das eigentlich der perfekte Cut ist, dass wir jetzt erstmal ins Hotel gelangen müssen, weil ich denke mal, dass zumindest ein paar Fragen im Hotel beantwortet werden. Deswegen hier erstmal ein kleiner Cut und den Rest sehen wir dann in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.